Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen geilen Folge. Also, wir sind hier auf einem Planeten. Ach, guck mal, hier gab es sogar noch so ein Tutorial-Plattform und du kannst hier dann da setzen und so weiter, bla. Guck mal, was wir alles hier machen kannst. Ein Autoarm steht das hier auch nochmal. Da sind nochmal Lampen und der bringt das dann darüber. Eigentlich schon ganz cool. Autoextraktor, automatische Extraktion von den Materialien. Dann könntest du das über einen Arm wieder abtransportieren und woanders hin tun. Dann ist da hohe Speicherkapazität für Ressourcen. Und dann speicherst du das Zeug und dann produziert er vollautomatisch diese Dinger. Also ist schon eigentlich ganz, ganz mega cool. Ne? Muss man schon sagen. Haben die echt cool gemacht. Also hier ist unglaublich viel Zeug. Sensorik aktiviert nahe und ferne Elemente. Sagst zum Beispiel wann, wo, wie, wieso, weshalb, was gemacht wird. Verstärker. Also man kann sich da echt richtig mit auseinandersetzen. Das sind wahrscheinlich große Batterien. Da sind nochmal die Lager. Also krass, was man damit alles machen kann. Wichtig ist jetzt der Planet. Wir sind, denke ich mal, auf Silber. Weil wir haben Zink und wir haben kein Malachit. Wir haben Zink. Malachit wäre cool. Daraus können wir was machen. Wolframit. Hier, Wolframit und Zinkblende. Malachit und Wolframit. Das müssen wir haben. Also, wir gehen nach Kalidor. Kalidor. Wasserstoffschwefel. Ebenfalls interessant. Machen wir. Leute, ich habe alles dafür vorbereitet. Jetzt können wir endlich fliegen. In den Orbit schießen. Zu anderen Planeten schießen. Können wir auch erst in Orbit? Fliegen wir erstmal in den Orbit. Mal gucken, wo wir da rauskommen. So. Aha. Können wir dann sagen, wo wir hinwollen? Aber wir finden doch nie wieder. Okay, also anderer Planet. Wir sind auf Silber, habe ich mir gedacht. Desolo. Argon, was ist das schon? Kalidor wollten wir. Wo ist denn Kalidor? Ja, Kalidor. Wüstenhafter Planet. Und auf! Auf in neue Welten! Zu anderen Planeten schießen. Sind wir jetzt bei Kalidor? Jetzt will ich hier landen. Da ist so ein außerirdisches Teil. Oh nein, ich kann da wahrscheinlich nicht landen. Doch, da. Jetzt habe ich aus Versehen. Nein, abbrechen. Na egal. Wo sind wir hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will woanders auf diesem Planeten. Okay, also, wieder in den Orbit schießen. Ich glaube, wir können 4 Starts damit. So, wir haben jetzt 2-mal gestartet. Hier in der Nähe möchte ich landen. Warum sind hier nirgendwo? Sind das die einzigen beiden Startpositionen? Da waren wir?
Ist ja bescheiden. Oh, da könnten wir hin. Hä? Das sind Vorkommen, oder? Dann sind wir in der Nähe von so einem roten Vorkommen. Oh, da gehen wir hin. Ja, man lernt noch viel hier. Jetzt können wir noch einmal zurück zu unserem Planeten fliegen. Das ist okay. Guck mal, hier ist besser. Hier haben wir sofort alles. Verlassen. So. Ich habe hier vorsichtshalber mal was mitgenommen. Und zwar eine große Plattform. Aber mir gefällt das nicht. Hier ist nichts irgendwie gerade. Gefällt mir überhaupt nicht. So machen wir das hier gerade. Keiner hier leben, so wie das ist. Muss hier irgendeiner mal hier anständig bauen können in unserer Basis. So. Ja, da kann man eine Basis draus machen. Den holen wir jetzt auch mal ein bisschen runter. Oh, oder auch nicht? Gut, wäre wahrscheinlich cooler, wenn wir eine Landebahn hätten. So. Machen wir erstmal ein schönes Plateau. Wir wollen uns ja hier ein bisschen heimisch fühlen, ne? So. Oh, guck mal, da sieht man auch sofort hier, was hier in dieser Welt hier passiert. So, jetzt haben wir das hier alles ein bisschen heimisch gemacht. Alles hier ein bisschen planiert. Ist eben. Das ist natürlich das Problem. Dieses Ding hier, ne? Ah. Das ist blöd. Müssen ja da irgendwie dran kommen. So. Jetzt sollten wir auch dann wieder da hochkommen. Perfekt. Da kommt unser Sauerstoffgenerator rein. Die Basisplatte setzen wir hier hin, die ich gebaut habe. In exzellenter Vorbereitung. Kommt unser 3D-Drucker hin und eine. Oh shit, ich habe in der Mitte große Plattform gebaut. Ja, das ist jetzt blöd. Ja gut,
da kommt die Solarzelle hin. Und ich habe hier, glaube ich... Ah, habe ich nicht. So. Ja, dann kriegen wir ein bisschen Strom. Und wir können auch noch einen kleinen Generator bauen. Und hier gibt es genug Grünzeug. Glaube ich. Ja, gar nicht das Grünzeug. So, dann haben wir das auch schon mal, Leute. Guck, jetzt fühle ich mich hier schon wie zu Hause. Eigentlich sollte hier ein kleines Lager hin. Und hier sollte dann die kleine Solarzelle. Dann hätten wir alles schön auf einer Plattform. Naja, es ist halt nie so, wie man es sich im Leben vorstellt, ne? Oh. Da müssen wir hin. Forschung. Das ganze Ding? Krass. Jetzt holen wir, bauen wir eine kleine Basis und dann bauen wir hier die seltenen Ressourcen und Erden ab, die wir hier suchen. Kupfer und für Wolfram. Guck mal, so kann man das auch machen. Gut, das war's. Ah, da ist noch ein bisschen. Ja, da ist noch einiges. Richtige Höhle. Keine Energie mehr. Ist nicht schlimm, Hauptsache wir haben Sauerstoff. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir bauen uns hier am Wüstenplaneten. So. Also du brauchst uns jetzt erstmal ein Lager. Ach, guck mal, was hier für coole Sachen gibt. Kaktus und das sind wahrscheinlich diese Explosionspflanzen. So, wenn wir das Zeug nämlich hier mal los. Und während du jetzt einen mittelgroßen Drucker baust. Und dann baust du eine mittelgroße Plattform. Sammeln wir noch ein paar von den Ressourcen. Dann bauen wir uns jetzt ganz schnell hier auf. Ganz schnell. Unheimlich viele Ressourcen, die wir haben. Viel reicher die Erde hier als bei uns. So. Oh, nein, nein. Mist.
vom Sauerstoff gekappt. So. Vielleicht müssen wir ein Forschungslager bauen. Es sind ganz viele von diesen Entwicklungspflanzen. Oh! Das Vieh hat mich angegriffen, hab ich mich erschreckt. Ich dachte, das sind diese Entwicklungsdinger. Bitte, großer Drucker. So. Eine Mitte große Plattform. So, die kommt rein. So, der kommt hier hin. Genau. Und der Große kommt hier hin. Jetzt brauchen wir einen großen Drucker, wollen wir noch nicht. Wir brauchen eine große Plattform. Nicht dieses Spielzeug hier. Wir sammeln derzeit noch ein bisschen Ressourcen. Ja, am Anfang nicht ganz so spannend, Leute, aber glaub mir, wenn wir das hier alles fertig haben, dann sind wir die Kings. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was, was wir ausquetschen können. Ich glaube, wenn wir hier nur genug buddeln. Oh. Das ist so steil. Das ist besser. So. Nehmen wir das mal hier. Jetzt müssen wir natürlich auch hier wieder nach ganz oben. Ist ja nicht schlimm. So. Nehmen wir natürlich auch hier so eine Felge. Genau, da wieder lang. Kommen wir auch wieder raus hier aus dem Loch. Dann können wir jetzt in Ruhe Harz farmen. Ist gut? Keine Energie und stockdunkel. Langsam lädt sich die Energie wieder hoch. Vielleicht sollten wir den hier mal ausschalten. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch was. Ja, genau. Beschrapp den Boden, auf dem du stehst. Ich komme jetzt doch langsam zum Ende. Wir finden hier nicht mehr. Oh, vielleicht noch hier in der Ecke. Komm noch ein bisschen. Ja.
Ja, schaff. So, das haben wir jetzt auch komplett. Unsere Energie ist auch wieder fast vollgeladen. So, Leute, dann haben wir ja hier schon mal einen richtig guten Neuanfang. So, dann machen wir Energielager draus. Später die Energieressourcen. Du machst noch eine Plattform. Und du? Was halt Glück, dass ich dich hier voll. Denn gebrauchen. Mittelgroße Plattform, mittelgroße Lager. Von dir nur noch mittelgroße Lager. Das wirst du machen müssen. Generatoren. Hast du hier keine Generatoren? Na egal. Lager brauchen wir auch noch. Für die seltenen Ressourcen, die wir jetzt sammeln werden. Oh, guck mal. Ich habe ein großes Harzfeld gefunden. Krass. Sind aber die Dinger, die auf uns schießen, müssen wir mal gleich gucken. So. Kann man hier später die Schmiede hinsetzen? Hm. Was haben wir denn noch? Was ist denn der Schmelz? Forschungskammer, die ist. Oh. Grünzeug. Kein Problem. So, perfekt. Dachte ich mir, die geben alles Grünzeug. Perfekt. Gottes Forschungssachen. Na, die geben nicht so viel. Ich dachte hier mehr. Du willst Strom und du? Sieht gefährlich aus. Bestimmt schlecht für uns. Okay, also hier finden wir Kupfer, das ist gut.
Der arbeitet sich hier kaputt. Und wir gehen nochmal Kupfer sammeln. Braucht das für zu Hause? Ammonium. Ammonium ist auch okay. Davon haben wir auch nicht mehr so viel zu Hause. Brauchen wir für den Schub. Die Schubwiese. Ich dachte, das wäre gut. Das ist doch grün geleuchtet. Wir haben mal ein ganzes Lager mit Ammonium. Ja, das sollte ein Lager sein. Was machst du? Du gibst Grünzeug. So, die Sonne scheint. Jetzt kriegen wir auch wieder Energie durch die Solarzelle. In einer ganz anderen Häufigkeit. Perfekt. Perfekt. Ja, Drucker. Verwendung. So. Da kommt die Forschungskammer hin. Da kommen jetzt noch ein paar Sachen. So, kaputt. Was ist das denn? Forschung? Das will ich ausgraben. Das ist die Wurzel von allem Übel, ha? Das sind bestimmt viele Forschungspunkte. Boah. Hau rein. Mit dem Gemisch ist okay. Noch eins. An diesem Spiel kann ich einfach nie aufhören, ne? Das Spiel macht sehr süchtig. Da muss man echt aufpassen. Dass ich nicht vorweg alle Folgen auf einmal drehe. Wie bei Medieval Dynasty am Anfang. Aber das wäre cool. Dann gäbe es jeden Tag Doppelfolgen. Mal, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch Harz. Da habe ich hinten ein großes Harzvorkommen gesehen. Okay, da fehlt die Pflanze, aber macht nichts raus. Oh, oh. Cool. Dann machen wir jetzt hier eine Brücke und später kann man dann unter die Brücke durch. Du bist bestimmt gefährdet. So. Du hast hier dieses gefährliche Ding, ne? So.
Aber bevor wir hier weiterkramen. Oh, die wachsen aber schnell. Und wir eben noch ein bisschen Harz hier raus. Ja? Harz habe ich das Gefühl, Harz und Gemisch sind nicht nur Grundeinheiten. Harz ist irgendwie am meisten gebraucht und dann kommt Gemisch. Guck mal, können wir sogar hier runterrutschen. So. Bestimmt auch hier rechts rüber. Dann machen wir mal die Tische fertig. Drucker. Und hier. Da kommt der große Drucker drauf. Dann habe ich den mittleren und den kleinen und den großen Drucker. Und dann machen wir als nächstes das Forschungszentrum. Wir werden nie genug forschen. Forschen ist das Allerwichtigste. Oh Leute, schon 32 Minuten. Ich werde noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Ich habe echt Bock heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es euch hat das Spaß gemacht, während wir hier die neue Wüstenwelt entdecken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.